Die römisch-katholische Pfarrer in Stockerau, wo sie Pfarrer sind, engagiert sich sehr für Flüchtlinge und insbesondere sie engagieren sich ja auch sehr. Wie kam es dazu, dass sie sich für den Mehraufwand, der dadurch entsteht, Zeit nehmen? Also das begann damit, dass im vergangenen Arbeitsjahr im Herbst das ganze Thema Flucht auf dem Horizont langsam sichtbar geworden ist. Und das hat sich für uns zunächst dadurch ausgedrückt, dass die Caritas Wohnungen gesucht hat. So, dass wir dann gesagt haben in der Pfarre, wir schauen, ob wir Wohnungen für Menschen finden, die nach Österreich kommen, über den UNHCR und über das Innenministerium und von der Caritas betreut werden. Wo am Anfang die Stimmung war, naja, es wird schwierig werden, Wohnungen zu finden. Mittlerweile haben wir, glaube ich, wir sind auf 9 Wohnungen in Stockerau, die wir gefunden haben. Dann kamen vor einem Jahr, Anfang September, kamen die ersten 2 Familien über UNHCR, Innenministerium, Caritas, die da in Stockerau Fuß gefasst haben. 2 syrische Familien. Und im Sommer davor, wo dieses ganze Fluchtthema ja auch medial ganz stark präsent war, war dann für uns aber trotzdem auch nochmal die Frage, wie können wir auch pfarrlich da noch andere Akzente setzen. Und nachdem 2 unserer Pastoralassistentin auch Psychotherapeuten sind, war dann die Idee, besonders für die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge was zu machen. Daraus entstand dann die Idee dieses Hauses. Wir haben dann ein Angebot bekommen von einer Familie, die das Haus gekauft hatte und die es gerne uns für dieses Projekt auch vermieten wollte. Und dann war die Idee, wir haben guten Kontakt zur evangelischen Pfarre und wir haben auch in den letzten Jahren einen guten Kontakt zur muslimischen Gemeinde aufgebaut. Wir fragen die, ob die mit in den Verein kommen. Das wollten sie und das war dann so die Geburtsstunde des Vereines und eben damit auch des Hauses. Okay, und kooperieren Sie noch mit anderen Einrichtungen bzw. Institutionen aus der Caritas, UNHCR und dem Innenministerium? Also jetzt der Verein als solche ist eine gemeinsame Trägerschaft, nämlich durch die ganz konkreten Menschen von katholischer Pfarre, evangelischer Pfarre und islamischer Gemeinde. Und darüber, also Vertreterinnen davon sitzen im Vereinsvorstand drinnen und durchaus Kooperationen gibt es dann natürlich guten Kontakt mit der Stadt Stockerau, mit den anderen Häusern für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, mit all denen, die im Flüchtlingsbereich was tun, mit den vielen Ehrenamtlichen, die im Deutschkurs mitarbeiten. Also da gibt es ganz vielfältige Kontakte. Und welche Rolle spielen Sie in dem Projekt, wenn ich das jetzt mal Projekt nennen darf? Ich bin im Vereinsvorstand stellvertretender Obmann, das heißt von der Vereinsstruktur, in dem Fall auf der ehrenamtlichen Seite. Also es gibt einen ehrenamtlichen Vereinsvorstand und es gibt die hauptamtliche Hausleitung, das ist die ihr vorher getroffen habt, und es gibt die anderen ebenso Angestellten im Haus. Und gibt es irgendwelche speziellen Herausforderungen, vor der die Pfarrer steht und besonders Sie als Pfarrer? Also jetzt im Blick so die Rolle als Pfarrer, wobei eben es ist Pastoralassistentin ebenfalls im Vereinsvorstand, wir sind da ganz, ganz stark vertreten, würde ich mal sagen, jetzt im Blick auf die Pfarre ist die stärkste Herausforderung, immer wieder deutlich zu machen, dass das ein Projekt der Pfarre ist und dass das nicht nur unser Hobby ist, sondern dass dieses ganze Thema etwas ist, was die ganze Pfarre betrifft und dass da auch für dieses Anliegen zu sensibilisieren. Und so im Verein ist es ein ganz wichtiges Thema, das uns einfach auch die letzten Monate begleitet hat. Wir haben sehr schnell, fast überstürzt begonnen vor einem Jahr. Und es hat uns jetzt ganz stark seit dem Frühling begleitet, einfach so im Nachhinein vieles an Strukturen und Kompetenzen zu klären zwischen dem ehrenamtlichen Vorstand und der hauptamtlichen Leitung und so weiter, wo wir eigentlich immer noch dran sind. Man sieht ja hier in Stockerau, dass das Zusammenleben zwischen den Flüchtlingen und den Einheimischen sehr gut funktioniert, obwohl die Kulturen und Religionen doch sehr unterschiedlich sind.
Können Sie uns erklären, wieso das so ist? Also, ich meine, ich würde ja mal sagen, warum soll es nicht funktionieren? Ich meine, der Großteil der Leute, die kommt, wollen vor allen Dingen eines, oder die Grundsehnsucht der Leute, wohl alle, die kommen, ist einfach in Frieden zu leben und einmal die Erfahrung aufatmen zu können, dass Frieden ist und dass keine Bomben niedergehen. Das war für einige ganz markante Erfahrung. Das heißt, so Silvester und Feuerwerkskörper hat dann teilweise schon wirklich was ganz, ganz Traumatisches. Natürlich gibt es auch Spannungen, natürlich gibt es auch Leute in Stockerau, die Sorgen haben. Was günstige Voraussetzungen sind einfach die Familien, die in Wohnungen untergebracht sind. Das heißt, entsteht keine große Konzentration, sondern da ist da wer und dort wer. Bei den Häusern ist der Vorteil, dass dort einfach eine 24-Stunden-Betreuung gegeben ist und die Zahl der in dem Fall Burschen, die dort sind, einfach auch überschaubar ist. Beim Bezirksgericht, wo an die, glaube ich, jetzt 180 Leute dort sind, ist natürlich, das wirkt nach außen hin dort schon für manche verunsichernder, weil einfach ganz viele Leute auf engem Raum beisammen sind und das natürlich das Konfliktpotenzial erhöht, was, glaube ich, relativ wurscht ist, ob die dann aus Afghanistan, Syrien oder Österreich sind. So viele Leute mit einer bewegten Geschichte auf engem Raum, das trägt natürlich auch ein Konfliktpotenzial in sich, keine Frage. Glauben Sie, dass die Unsicherheit der Einzelnen, ich meine jetzt die Einwohner in Stockerau, dass die Unsicherheit zur Gesamtsituation, dass sich das negativ auswirkt? Also meine Erfahrung ist, oder ganz stark der Eindruck, überall dort, wo persönliche Begegnungen entstehen, dort verschwindet die Unsicherheit, oder dort werden aus den Fremden und den Flüchtlingen konkrete Menschen mit ihren Geschichten und auf einmal wendet sich die Unsicherheit in Engagement. Und also es gibt eine, finde ich, doch ganz gewaltige Gruppe an Leuten, die sich ganz intensiv engagieren. Wir haben so an die 40 Ehrenamtlichen im Bereich der Deutschkurse in der Stadt. Es gibt Leute, die da ganz reserviert sind und die sich da ganz schwer tun. Und es gibt wahrscheinlich ganz viele Leute in der Stadt, die weiter draußen wohnen, die das in Wahrheit überhaupt gar nichts mitkriegen. Überhaupt nicht, weil draußen die da in den Stadtransiedlungen, in den Neubaugebieten wohnen. Treffe es vielleicht beim Einkaufen irgendwo draußen. Ja, dort werden aber gar nicht so viele unterwegs sein. Die Einheimischen, die sich engagieren, die den Flüchtlingen Deutschkurse geben, müssen die irgendwelche bestimmten Kriterien erfüllen? Brauchen die da eine spezielle Ausbildung dafür oder reichen ihre Deutschkenntnisse als Österreicher komplett dafür aus? Also, wie das jetzt im Einzelfall ganz geregelt ist, es ist so, dass das ein ehemaliger Schuldirektor koordiniert. Das heißt, sozusagen alle Schlüsselpositionen sind von Leuten, die Lehrerinnen und Lehrer sind, besetzt. Es sind einige dabei, die eine Zusatzausbildung Deutsch als Fremdsprache haben. Das heißt, da wird schon geschaut, dass die Leute, die dort im Einsatz sind, auch eine Qualifikation mitbringen. Und wenn die Leute dann, also wenn sie dann diese zertifizierten Abschlüsse für A1, A2 und so weiter machen, dann gibt es eh teilweise nochmal einen eigenen Kurs. Aber bei einigen ist ja die Herausforderung, dass sie überhaupt erst einmal das Alphabet lernen. Gibt es sonst noch was für Sie wichtig ist? Also was ich als eine besonders schöne Sache bei uns erlebe, ist, dass die Muslime da in Stockerau so stark mit eingestiegen sind und dass die meinem Eindruck nach auch eine sehr starke integrative Leistung zeigen. Die Moschee oder Gebetsraum in Stockerau wird von einem türkischen Kulturverein getragen und die Menschen, die gekommen sind, sind aus Afghanistan und Syrien. Das heißt, auf einmal kommen da in der Gemeinde Muslime sunnitischer und schiitischer Herkunft zusammen, unterschiedlichster Nationalitäten.
Und dieses Spektrum dieser Moscheegemeinde hat sich da gewaltig geweitet, und da ist ganz viel Engagement auch, die Leute zu unterstützen. Das finde ich eine ganz beachtliche Leistung und eine ganz große Hilfe, dass die mit im Boot sind, weil auch wie die ersten Flüchtlingsfamilien gekommen sind, war das für die, glaube ich, schon sehr, also wirklich sehr entlastend zu erleben, dass Muslime für sie kochen und dass sie keine Sorge haben, ob sie das essen dürfen oder nicht. Welche Rolle spielt diese Religion bei Menschen, die quasi quer durch die Welt flüchten, um in Sicherheit zu leben? Ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Kommen wahrscheinlich schon aus Kulturen, wo mal in einem höheren Maß, als wir es derzeit von uns gewohnt sind, alltäglich gesellschaftliches Leben und Religion noch mal viel enger miteinander verbunden sind, aber wahrscheinlich auch oft sehr stark auch im Sinne von, wie wir es bei uns aus der Volkskirche kennen und wie das früher oder teilweise heute noch in den Ortschaften der Fall ist. Welche Funktion die Religion dann für die persönliche Lebensgestaltung und Lebensdeutung und Fluchtverarbeitung vor Ort hat, wäre eine spannende pastoraltheologische Studie. Brauche ich mal nicht so viel dazu zu sagen. Außer von Einzelbeispielen, wo ich erlebe, dass es ganz wichtig ist. Ja. Und wann ist für Sie eine Integration erfolgreich abgeschlossen? Ja, es ist sicher immer etwas, was auf dem Weg ist, was ganz viel mit gemeinsamen Lernen zu tun hat. Es ist sicher ein Schlüsselthema, ist schon die Sprache. Und natürlich schon auch, wenn Leute nach Österreich kommen, gehört sicher auch die deutsche Sprache dazu. Aber gelungen ist es überall dort, wo Menschen offen füreinander sind, neugierig füreinander sind und in ihrer Unterschiedlichkeit voneinander lernen. Also es geht mir nicht darum, dass Menschen, die da zu uns kommen, dass die ihre eigene kulturelle Identität oder geschichtlich-religiöse Prägung ablegen, ganz im Gegenteil, sondern dass sie und dass wir die Augen öffnen für die Andersartigkeit des anderen und dass wir auf diese Art und Weise in eine gegenseitige Begegnung kommen und auch in ein gegenseitiges uns aufeinander einlassen. Ja, was damit zu tun hat, sicher sich dann auf Spielregeln einzulassen, die Rolle der Frau zum Beispiel, das ist ja durchaus auch ein wichtiges Thema in Österreich, die sicher anders ist, als es viele von ihren Heimatländern gewöhnt sind, wo wir das sicher einen Level haben, hinter dem wir nicht zurückgehen wollen, können, werden. Zum Vereinsnamen, dieser ein bisschen komische Titel, vor allem Mensch, Punkt, kommt daher, dass wir vor 4 Jahren, glaube ich, einen anderen Verein gegründet haben, der ebenso damit zusammenhängt, dass Sissi Hanke und Gerda Braunsteiner, auch Psychotherapeutin, Psychotherapeut, sind als Pastoralassistentin, Pastoralassistent, und einen Schwerpunkt haben, mit Kindern in Trauungssituationen nach Tod, Scheidung und so weiter zu arbeiten. Und dieser andere Verein heißt Punktum. Und das sind hier die Vereinsräume auch von Punktum. Und dann war einfach unsere Idee, um da eine Kontinuität herzustellen, es geht immer um Kinder und Jugendliche, wenn auch mit unterschiedlichem Fokus, diesen Verein dann vor allem Mensch Punkt zu nennen, damit der Punkt sich durch beides durchzieht. Und dann, also der Verein ist, also ist der Träger, ist die Rechtsform, und das Hauptprojekt des Vereines, dessen Vereinsziel es ist, Menschen auf der Flucht oder die geflüchtet sind zu unterstützen und zu begleiten, ist dann das Haus, wo wir für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, dafür haben wir einen Namen gesucht. War uns natürlich der religiöse Bezug wichtig. Dann war die Frage, einen Namen zu finden, der für katholisch, evangelisch, islamisch passt. Dann waren wir bei Abraham, ein Haus Abraham gibt's, also haben wir die arabische Form genommen und Ibrahim gewählt, aber eben ganz bewusster Bezug zu Abraham. Genau, also das ist so dieser Hintergrund.